Am Tag des weltweiten Klimastreiks versammelte sich die Kufsteiner Regionalgruppe von Fridays for Future, um auf den Straßen der Festungsstadt zu protestieren. Unter dem Motto »Morgen ist zu spät« sollte auf Klimamissstände in Österreich hingewiesen werden. Mitorganisiert wurde der Streik von Aktivistin Paula Schick. Man sieht, es geht so nicht weiter. Und einfach dieses, man hat selbst eine Stimme, man kann auf die Straße gehen und dadurch was bewirken, das motiviert mich und deswegen gehe ich immer auf die Straße. Und mit so vielen Leuten macht es einfach nur sehr, sehr viel Spaß und bewirkt auch was. Unterstützung erhielt die Bewegung von Demonstranten aller Altersklassen. Seit 10 Monaten bin ich Opa. Ich fahre damit von meinem Enkel. Ich denke, ein 80 auf Freilandstraßen und 100 auf der Autobahn ist es kein Problem, in ganz Österreich nicht. Ich glaube schon, dass die Aktion was nützt. Es müssten nur viel mehr noch mitmachen. Was ich erschreckend finde, dass so wenige von der Elterngeneration und von der Großelterngeneration da mitmachen, weil es ist die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel. Hauptsächlich gingen jedoch Schüler und Studierende auf die Straßen, angetrieben von ähnlichen Beweggründen. Also die Schule hat gesagt, wir sollen herkommen. Also ich bin tatsächlich zum allerersten Mal dabei. Ich bin auch erst seit ein paar Wochen, seit die Leute bei uns an der Schule waren. Aber ich bin total begeistert. Mal die Leute halt aufmerksam machen. Es ist schon cool, sich halt so für die Umwelt halt einsetzen zu können. Ich habe mal eine Doku gesehen, dass der Klimawandel so schlimm ist und seitdem hat es mich irgendwie so mitgepackt, so richtig zart. Und ja, seitdem bin ich wirklich zart bei Fridays, also bin ich wirklich gern bei Fridays dabei. Ich bin jetzt da dabei, weil es mir die Chance gibt, etwas zu verändern. Mich an die Politik wenden und da ich zum Beispiel noch nicht wahlberechtigt bin, ist es auch meine Chance, meine Stimme abzugeben. Derartige Initiativen werden bereits weit im Voraus geplant und in die Wege geleitet. Ja, wir haben ein Team, zum Glück. Ist ein cooles Team und wir treffen uns immer einmal die Woche, wo wir halt die wichtigsten Dinge besprechen und verteilen dann die Aufgaben, melden es an, dass es offiziell ist und einfach jeder tragt was dazu bei. Klimaaktivismus hört jedoch nicht bei Fridays for Future auf, sondern gestaltet sich äußerst breit gefächert. Also Klimaaktivismus ist sehr allgemein. Es gibt so viele verschiedene Gruppen, die einfach ihre eigene Art und Weise haben zu demonstrieren. Fridays for Future macht einfach aus, dass wir viele Leute sind, die friedlich auf die Straße gehen, die laut sind und was fordern. Und da stehe ich voll dahinter, hinter dem Ding. Und deswegen bin ich auch bei Fridays for Future dabei. Was aber nicht heißt, dass andere Sachen schlecht sind. Es ist einfach verschiedene Arten, die verschiedene Sachen beleuchten. Und das ist auch voll okay. Am Ende des Streiks zog die Regionalgruppe schließlich ein Fazit. Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr froh, wie das alles abgelaufen ist. Alles nach Plan. Es war sehr viel im Gespräch, unser Klimastreik in Kufstein. Teilweise auch ein bisschen negativ. Dann haben wir uns schon gedacht, okay, was kommt jetzt auf uns zu? Aber es ist wirklich alles reibungslos abgelaufen. So viele coole Leute da, so eine coole Stimmung. Wir sind wirklich sehr, sehr stolz. Ja.